Und willkommen zurück bei Botanicula. Weiter geht's im verrückten Dorf der Kastanien. Wir haben mittlerweile, also Mana so umgerechnet, noch sechs Hühnchen müssen wir, um diese martialische Maschine hier oben aktivieren zu können, müssen wir finden. Haben dafür schon noch ein paar andere Items mittlerweile bekommen, die uns auch noch ordentlich weiterhelfen. So viel kann ich jetzt schon verraten. Hier können wir jetzt gerade mal ein ganz interessantes Spiel spielen. Und zwar Volleyball. Volleyball gegen eine Kastanie, die auf einem Mini-Huhn reitet. Das sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Erzähl mal, was hast du hier für uns? Ah, du hättest gern zum Spielen jemanden. Naja, da sind wir doch genau richtig mit dabei. Das Mushroom hier passt doch am besten mit dazu. Na los. Der motivierteste Schiedsrichter der Welt. Oh ja, nein, jetzt haben wir verkackt gleich beim ersten Mal. Verdammt. Geil, wie die Augen immer vortreten, wenn er im Pfeifen ist. Na, wie ist hier? Komm. Ja, das ist so aufregend. Da war ja bei Blobby Wolli damals mal mehr Action mit dabei. Ah. Ein langer Ball ganz hinten ins Eck. Ausgleich. Juhu, Ausgleich! Na los. Oh, ich bin jetzt mal der Erste dran. Schön. Ich finde es auch sehr gut mitgedacht, wie das Netz hier wirklich bis zum Boden geht, damit auch ja keiner unten drunter spielen kann. Wo wir ja hier wirklich auf alles achten. Oh, das ist so aufregend. Ja, da bist du zu langsam. 2-1. Wir sind auf einem guten Weg. Ist das gerade Matchball? Hätte ich das richtig übersetzen können? Oh, na komm. Mach den Fehler. Hey, ich hab geklickt und er ist nicht gesprungen. Er oder sie, da ist er. Juhu. Gewonnen, oder? Alles klar, vielen Dank. Oh, brauchst du nicht gleich weinen, ey, ganz ehrlich. Ist doch nur ein Spiel hier. Oh, das bricht mir das Herz. Ich muss hier raus jetzt. Nö, sowas mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. Gut, noch fünf. Was haben wir denn in dem großen Gebäude hier? Ah ja, die Ski-Arena hier. Die hauseigene. Okay. Eine Kastanie mit beklopptem Blick, die immer wieder oben den Schnee auffüllt, damit es weiter schneit. Wir schütten mal noch ein bisschen mehr raus. Da kommt er nochmal wieder. Es lässt das aber gleich oben drin liegen. Fuck den Shit, sagt er. Lass mal noch mal ein bisschen was aus dem Iglo rausfahren. Das Huhn haben wir zumindest schon mal. Cool, noch vier. Und dann gucken wir mal, was hier alles noch so rauskommt, wa? Hey, eine Münze auf jeden Fall, die brauche ich noch. Und ein paar Pinguine. Ich kann gerade mal verraten, hier kommt noch so einiges raus, wenn ich jetzt hier noch weiterklicke. Ach ja. Nee, ist klar. Ja, von wegen Pinguine können nicht fliegen, ne? Die können sogar an Decken laufen hier. Da kommt Dicker. Oh. Los, zieh! Das ist so geil. Diese physikalischen Gleichheiten hier.
gut. Noch 4, wunderbar. Wenn wir noch eine Münze haben, finden. Ah, genau, hier ist der Spaß mit dem Totem. Oder mit der Götzenstatue. Ja, genau, als Austausch dafür, wunderbar. Da freut sie sich. Und wir sind auch glücklich, weil wir haben ein weiteres Hühnergetiere. Ja. Hä? Komm, wo müssen wir jetzt noch hin? Da unten, da ist auf jeden Fall nochmal mit einer Münze. Genau, es ist hier. Aber da fehlt uns ja auch noch einer, ne? So, jetzt regnet es schon ein bisschen doller, genau. Aber es reicht immer noch nicht aus. Wir müssen auch in diesen großen Schlafsaal, weiß ich noch nicht, das war die Kantine. Wo waren das hier oben? Ah, genau. Denn hier waren wir auch am Anfang drin. Hier ist ja dunkel wie im, ne? Und so. Deswegen bringen wir einfach mal ein bisschen Licht in die ganze Sache. Aha. Und dann kommt Leben in die Bude. Und das Huhn rennt los. Und es rennt. Und rennt. Und rennt. Wir können die Jungs hier auch ein bisschen auf Stelzen gehen lassen, aber das bringt uns, glaube ich, auch so gar nichts. Das Einzige, was uns wirklich was bringt am Ende, ist, das Huhn da oben reinzukloppen. Um es mitnehmen zu können. Schön, noch 2. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wo war denn jetzt hier noch irgendwas? Hier waren wir ja das schon, das war ja das. Hier unten waren wir auch. Siehst du, da scheitert es jetzt auch schon wieder an meinem Gedächtnis irgendwie. Wofür war denn das Ei? Nee. Ist hier so auch gerade gar nicht, ne? Guck mal, er hat einen Partner zum Fußballspiel gefunden. Ist jetzt nicht unbedingt der Elan-geladenste, aber immerhin. Was passiert, wenn wir jetzt hier nochmal einen Drücker drauf geben? Passiert so ziemlich gar nichts eigentlich. Können wir das... Ah! Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht hatte ich bei der letzten Aufnahme doch nicht alle gesammelt. Weil das ist mir jetzt, glaube ich, gerade neu. Oder ich erinnere mich bloß einfach nicht dran. Das kann alles sein. Das ist dir gar nichts zu sagen, nur weil ich mich an irgendwas nicht erinnere. Nee, aber gut. Ne, auch hier herrscht jetzt wieder Spaß und Freude und Heiterkeit und wir brauchen bloß nur ein einziges. Und für das eine einzige brauchen wir die Münze, die fehlende. Von der ich gerade nicht. Wo war denn die Münze? Nein, hier nicht. Hier ist nur das Geheule groß. Hier hatten wir schon eine Münze raus. Hier auch nicht, oder? Ach, doch! Na Mensch, das ist aber Glück gehabt, dass ich das so schnell beziehungsweise zufällig gerade nochmal drauf geklickt habe, getippt habe, gedacht und getan habe. Und was ich noch alles in der so, wo war jetzt hier Münzen, technisch, Gedingse, Gedönse? Ne, wo waren das? Ja, was ist denn hier los? Schande. Und die beten alle jetzt den Götzen an. Oh, die freuen sich hier, die rasten aus drauf. Okay. Nee, aber ich brauche hier Dingens, ne? Weißt schon, genau. Zack, letzte Münze rein. Und damit auch endlich ein leichter Wasser, Regenfall. Endlich das letzte Getier. Sehr schön. Ich würde fast mal sagen,
Es ist einer Speicherung würdig. Ja, erste Stelle überspeichern, genau. So, und jetzt bin ich ja ein bisschen gespannt, weil das habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Was jetzt hier abgeht. Oh yeah! Aha. Ach, sehr interessant. Oh, Flucht in letzter Sekunde. Einfach mal ein ganzes Dorf mitgenommen. Oh oh. Unsere Helden. Ja, genau. Du sagst es. Genau so machen wir's. So sieht's aus. Ja, interessant, ne? Wo wir jetzt hier sind. Im Erdreich angekommen, würde ich mal sagen. Wie cool. Alles leuchtet und blinkt und... Das finde ich ja cool. Gefällt mir. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Umgebung auch. Wir sind nicht mehr auf dem Baum, wir sind wirklich am Erdboden angekommen. Ach, und so... Unser Gruppenführer kann uns Licht machen, das ist cool. Oh, das sind schräge Kreaturen hier mal wieder. Aber ich meine, das wundert ja jetzt hier auch nicht mehr. Es ist auch nicht mehr das absolut Neueste vom Neuen. Aha, was geht denn hier ab? Und nu? Und weiter? Müssen wir jetzt hier noch sieben weitere finden, weitere so eine leuchtenden Körnchen finden, die wir hier rein verfrachten können. Damit sich alle Augen aktivieren, könnte ich mir jetzt gerade mal vorstellen. Oh, hier gibt es ja zigtausend Wege, um irgendwas. Boah. Aha. Das ist ja eine interessante Geschichte hier, ne? Ach, schön. Na toll. Kackt der uns jetzt hier was vor? Wächst da irgendwas Interessantes draus? Und wie viel wächst denn da jetzt überhaupt noch draus? Also ich mache das jetzt so lange weiter, bis hier nichts mehr passiert, ne? Na? Wird immer kleiner. Oh, jetzt passiert nichts mehr. Oh, es ist so klein, dass man es nicht mehr erkennt. Na gut. Das ist ja ausgekackt jetzt hier auch langsam. Aha. Und der pennt gerade auf dem Rücken hier. Oh. Verzeihung. Ah, ja. Ich glaube, wenn wir hier hoch gehen, genau, dann kommen wir am Anfangspunkt wieder. Das macht Sinn. Was geht hier? Oh, hallo. Also ich lasse es auch teilweise echt unkommentiert, ne, weil das hier wirklich so schräg ist, manchmal, dass ich da wirklich nur schwer irgendwelche Worte für finden kann. Außer Ausdrücke des Erstaunens und des Verwunderns. Was, hä? Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Nee, jetzt echt mal, das ist mir echt gerade ein bisschen.
schräg und hoch. Hoch und schräg. Hoch hinaus. Vor allem, die beiden Typen sind echt der Hammer hier. Na gut. Die lassen wir erstmal vor euch hin. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Ausgestoßen von der Gruppe, oder wie? Ach, er möchte einen Helm haben, aber er vermisst seinen Helm, um sich mit der Kanone irgendwo hinschießen zu lassen. The hell? Also, wenn wir seinen Helm finden, dann kann er sich wahrscheinlich reinsetzen. Und wir feuern ihn dann durch den Gang hier durch. Ist doch, ne? Das Logischste der Welt. Das Logischste, wo gibt gerade, Alter. Na gut, okay. Ich würde sagen, soll dann jetzt auch gerade mal wieder... Aber hier gucke ich noch kurz. Hey, nee. Hallo? Ja, so funktioniert das ja hier nicht, Kollege. Nein. Ich dachte, er könnte vielleicht hier eins von diesen kleinen Viechern aufsaugen, aber scheint nicht zu sein. Huch. Nee, warte mal. Was ist das denn für ein Viech? Okay. Na gut. Wie es weitergeht, erfahren wir, ich, ihr und die ganze Welt vor allem, dann aber auch in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut, tschüss.